warum wir mit der Teilnahme an Wahlen unsere eigene Souveränität abgeben. Sie haben nicht die echte Wahl zwischen Freiheit und Sklaverei. Sie können nur die unterschiedlichen Aufseher wählen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, warum wir mit der Teilnahme an Wahlen unsere eigene Souveränität abgeben. Über das Thema Wahlen haben wir uns auch schon mal ein Video reingezogen vom Pop G, Digi. Und heute ist es ein Video von Michael Friedrich, Vogt TV. Und ja, ich finde es ein wichtiges Thema, weil viele immer noch das Gefühl haben, dass sie mit gewissen Kreuzchen irgendwo machen, wirklich was verändern. Und meiner Meinung nach stimmt das nicht. Du solltest deine Stimme bei dir behalten und dich nicht darauf verlassen, dass irgendeine Partei oder irgendein Politiker für dich das verändert, was du gerne verändert haben möchtest. Veränder dich selber, veränder die Welt, indem du dich selbst veränderst und behalte die Stimme bei dir. Wir gehen rein, let's go. Dass eine Reise in die Freiheit, in die Souveränität oder in ihre Macht ausschließlich eine Reise in ihr Inneres ist. Das ist schon, damit hat der schon so krass auf den Punkt gebracht, so. Das ist ausschließlich eine Reise in ihr Inneres, so. Du hast alles in dir. Du musst nur reingehen, reinhören und die Dinge finden. Du brauchst nichts von außen oder in der Welt außen irgendwie verändern, damit du deine eigene Macht hast und damit du frei bist und glücklich bist und diese ganzen Sachen, so. Du hast alles in dir. Du musst es nur finden. Das ist alles in dir. Und sie werden die Punkte im Leben finden, an dem Sie selber schmerzlich feststellen können, wo haben Sie dann gerade Ihre Souveränität abgegeben. Und der wichtigste Punkt der Souveränitätsabgabe in einer sogenannten Demokratie ist eine Wahl. Und wenn ich die Sache noch unter handelsrechtlicher Brille sehe und sage, wie sieht denn so die AGB von Wahlen aus? Das geil, Digga, ist ein Ossi, wa? Fühl ich. Worauf wir uns verständigt haben, Wahlgesetze. Und da muss ich kein Recht studiert haben. Das kann jeder Mensch sofort nachvollziehen. Die AGB der Wahl heißt, also die wichtigste Verabredung, auf die wir uns alle geeinigt haben. Wir werfen da irgendwo einen Zettel ein. Irgendwo einen Zettel rein? Digga, ich lieb das, Digga, wenn Leute aus dem Osten reden. Ich mag den Slang. Ich schwör dir. Ist irgendwie sympathisch, bruv. In eine Wahlurne. Da sind wir wieder, Wahlurne, schön die Stimme sterben lassen. Lexikon, das Aufbewahrungsgefäß der Asche Verstorbener ist. Ruhe sanft. Und wir gehen ja auch die Stimmabgabe, die ist ja dann weg. Aber was machen wir letzten Endes mit dem Vorgang? Die Verabredung war, derjenige, der gewinnt, hat das Sagen für alle. Ja, Digga. Derjenige, der gewinnt, hat das Sagen für alle. Ja. Das ist die Vereinbarung, die wir treffen in dem Moment, wo wir Wahlen gehen. Damit zugestimmt. Wählen gehen. Und wenn die meisten Leute sagen, hier. Der raucht auf jeden Fall Grünzeug. Naja, generell habe ich das Gefühl, dass viele Leute im Osten, also ehemaligen Osten, ehemalige DDR, so das Leben ein bisschen lockerer nehmen, Digga, weißt du? Vielleicht auch, weil die halt viel durchgemacht haben und so, aber die sind so ein bisschen lockerer, easier. Auch mit der Sprache und so. Weißt du? Fühle ich immer. Auch Berlin, Digga, ist das auch so. Ich mag Menschen, wenn die einfach eine lockere Zunge haben, Bro. Nicht sich so viel Gedanken darüber machen und so, sondern einfach raussprechen, was sie denken und fühlen. Ihnen und so, die Merkel, oh Gott, ich habe die nicht gewählt. Dann sag ich doch. Denn Wahlumfragen haben ja eventuell ergeben, dass die der Sieger sein könnte. Aber mit deiner Teilnahme an der Wahl hast du ja zugestimmt, dass derjenige, der gewinnt, machen kann, was er will. Machen kann, für 4 Jahre machen kann, was er will. Und jetzt kommt es mal ganz gut, es macht Spaß, mal Gesetze vorzulesen. Ich habe mal gemacht, ich muss mal eine Kabarettveranstaltung machen, wo wir trockene Rechtstexte lesen. Ich lese dir meinen Rechtstext, nur ganz kurz. Ne? Und zwar Paragraph 129, Bildung krimineller Vereinigungen. Ah, okay, krass. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Okay. Toll. Okay. So weit, so gut. Nächster Satz steht, Absatz 1, also dieser, ist nicht anzuwenden, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Digga, Alter, da siehst du mal wieder. Die agieren außerhalb der Gesetze, meine Freunde.
und die begehen jeden Tag Straftaten. Aber werden halt nicht zur Rechenschaft gezogen. Bro, das steht sogar im Gesetz drin, Digi. Moment. Die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt. Ist das Querdenken TV? Oder was steht da? Ist das ein Coup? Ja, ne? Querdenken TV, Langer, da sind wir doch. Stark. Fühle ich, Digga. Siehst du, auch die Leute im Osten haben auch zum Querdenken tendiert, wenn ich das so sagen darf. Weißt du, was ich meine? Also da waren sehr viele Leute, die auch gegen diese Corona-Maßnahmen waren und so, Digga, Props, Digga. Shoutouts gehen raus an alle meine Ossis, Digga. Und Ossis ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, Bro. Ich liebe euch. Nächstes, Parteiengesetz 37, Nichtanwendung einer Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuches. 2014? Stand es da eben? Da steht drin, Paragraph 54 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches wird bei Parteien nicht angewandt. Oh, gucken wir mal nach, was ist das? Paragraph 54, nicht rechtsfähige Vereine. Ach so, was ist eine Partei? Nicht rechtsfähig, haften die auch nicht, ja? Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Das ist der Satz 1. Jetzt kommt der Satz 2. Eigentlich müssten gerade die rechtsfähig sein, so, weil die Entscheidungen für uns treffen. Weißt du, was ich meine? Some hard shit going on, bro. Eigentlich kannst du musst nur lesen. Du musst nur die Gesetze mal richtig durchlesen und dann mal schauen und dann auch mal die Wörter richtig verstehen, die wir benutzen. Wie er gesagt hat, Stimme abgeben, Wahlurne, bla bla bla. Und diese ganze, wenn du das alles mal durchsteigst, einfach nur alles, was da ist, einfach mal versuchst, richtig zu verstehen, dann fällt dir schon einiges auf. Geschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich, handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Toll. Ach, der war ja für Parteien ausgeschlossen. Die geben sich einen Haftungsschuss, Freischuss für das, was sie tun und können strafrechtlich nicht mal dafür belangt werden. Das steht im Gesetz drin. Und die Typen, die wählen wir. Super, super. Crazy, ne? Geiler Typ, Digga. Auch sympathisch, lustig rübergebracht, den Laden. Aber da steckt trotzdem was Ernstes hinten dran, weißt du? Und deswegen das haben sie handelsrechtlich ihre Souveränität aufgegeben, wenn sie zu einer Wahl gehen. Und dafür ist der Luke da und dafür ist der Gysi da. Die sind an den beiden Rändern. Wissen, was deren Aufgabe ist? Die dürfen dann auch die Wahrheit sagen oder sind doch Sachen drin. Aber beide zusammenbringen mehr als 20%. 20% der Leute also haben sich wieder entschlossen hinzugehen. Oh, nehmen wir das kleinere Übel. Krass, Digga, hat er sehr schön auf den Punkt gebracht, Bro. Und genau so ist es heutzutage. Diese Seiten gibt es auch beide. AfD auf der einen Seite, Linke auf der anderen Seite. Also, damit die diesen Korridor bewahren, damit immer mehr, damit noch weiterhin Leute zur Wahl gehen und wirklich denken, dass sie mit dieser Wahl irgendwas verändern können, so, Bro. Und ja, Bro, das ist einfach so, wie es ist. Auch wenn ich will euren AfD-Traum nicht kaputt machen, aber die sind kontrolliert da, damit ihr zur Wahl geht, damit ihr eure Stimme abgebt und damit ihr das Vertrauen in diese Menschen reinlegt und sagt, die werden unser Land verändern und in eine bessere Richtung treiben, bla 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 bla, Bro. Wen Sie hier wählen, Sie haben nicht die echte Wahl zwischen Freiheit und Sklaverei. Sie können nur die unterschiedlichen Aufseher wählen. Das ist alles, was es gibt. So, ey, das ist ja ein geiler Typ, Bro. Feier ich. Stark. Querdenken TV Kongress 2014, Bro. Da war der Begriff noch gar nicht populär, wa? Also so in aller Munde in der Gesellschaft. Nachdem man die ganzen Corona-Leugner degradieren musste irgendwie. Ist das der Michael Friedrich oder was? Ein herrliches Schlusswort, lieber Andreas. Der ist ja geil. Andreas heißt der. Wer ist das, Digga? Herzliches Dankeschön. Der ist ja funny. Geiler Typ, Bro, Alter. Wie finde ich den? Andreas wie? Wer kennt den aus dem Chat? YouTube. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in meiner Community auf YouTube hundertprozentig mindestens einer dabei ist, der den Kollegen kennt. Schreibt mir mal seinen Namen bitte unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Packt eure Gedanken auch direkt mit dazu, unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace, Eutchen.